Start in einen neuen Urlaubstag. Schon um 8 machen sich die ersten Gäste auf den Weg. Guten Morgen. Kommen Sie alle rein. Bei Mario Hermsen bekommen Sie jeden Morgen das Wichtigste. Der Campingplatzchef verkauft auch frische Brötchen. Früher war der Holländer einmal Supermarktchef in den Niederlanden. Den fleißigen Kaufmann merkt man ihm immer noch an. Aber den täglichen Stress von damals, den hat er hinter sich gelassen. Seine Besucher sind für ihn keine Kunden mehr, sondern Gäste. Und das ist ganz anders. Das ist eine ganz andere Tageinfüllung als wie ein Kunde, der morgens anfängt zu rennen und ein Gast fängt morgens an zu genießen. Und das für uns schön, um zu arbeiten. Ja. Und jetzt machen wir wieder weiter. Oh, und Sie haben noch zu viel gestreut. Der Campingplatz liegt direkt an der Mosel bei Seenheim. Die meisten Gäste sind Holländer. Viele kommen schon seit Jahren hierher. Aber auch Deutsche gehören zu den Stammgästen. Ilse und Klaus Helfer sind schon zum 4. Mal auf dem Platz. Für das Rentnerpaar aus Köln ist er inzwischen die erste Wahl. Andere Campingplätze kommen für sie kaum noch in Frage. Stellenweise sind die so professionell gemacht. Also da ist da, den Chef sieht man ja nicht mehr. Das ist so irgendwie, ich weiß es nicht, das ist hier eine andere Atmosphäre. Das muss man dazu sagen. Wir wollten auch schon gern mal dahin oder dahin auch, aber im Endeffekt fährt man dann doch wieder hier hin. Guten Morgen. Das liegt wohl vor allem am Chef, Mario Hermsen. Er ist ständig auf dem Platz unterwegs und kümmert sich um seine Gäste. Immer ein freundliches Wort, immer Zeit für ein kurzes Gespräch. Jetzt in der Hochsaison kommen jeden Tag Gäste, die zum ersten Mal hier sind. Klar, dass der Chef sie persönlich begrüßt, denn sie sollen ja ein Teil seiner Campingfamilie werden. Neuer Gast ist schön, aber ein Gast, der wiederkommt, ist noch viel schöner. Und da hat man einen Freund dazu und dafür machen wir das. Einer dieser Freunde ist Henk van Stauffenberg. Der Rentner aus Holland hat Geburtstag. Er und seine Frau gehören schon fast zum Inventar. Und zur Feier des Tages gibt es eine Überraschung vom Chef. Lecker Kuchen. Das hat bei Geburtstagskindern Tradition auf dem Platz. Wir überraschen unsere Gäste regelmäßig. Das machen wir ganz gerne. Weil die strahlenden Gesichter sind natürlich, ja, ist natürlich die schönste Belohnung, die es gibt. Strahlende Gesichter auf dem Campingplatz bei Seenheim. Ein kleines Paradies. Nicht nur für Gäste. Auch Mario Hermsen gönnt sich ab und zu eine Spritztour auf der Mosel. Er hat in Holland alles aufgegeben und hier mit einem Riesenberg Schulden neu angefangen. Bereut hat er das nie. Ich war damals 40 und habe gedacht, muss ich jetzt auf 25 Jahre genau das Gleiche machen, was ich 10 Jahre davor auch gemacht habe, oder mache ich mal was ganz anderes? Und das ganz andere war eine sehr gute Entscheidung.